Tracks so viel Uhr. Mit dem Besten auf Tour. Bisschen neben der Spur. Ist okay, wir sind gut drauf. Nina Chuba ist gut drauf im Velour Tracksuit. Und damit ist sie nicht die Einzige. 2022 ist der Retro-Trainingsanzug der neueste Hype und Stars zeigen sich in rosa Velour. So cute. Aber der Jogginganzug wird auch häufig mit Kriminalität in Verbindung gebracht und wer ihn trägt, erfährt Vorurteile. Warum eigentlich? Und wie hat es der Tracksuit geschafft, trotz allem zum Trend zu werden? Die Geschichte des pinken Velour-Tracksuits beginnt 1999. Das Jahr, in dem Britney Spears Baby One More Time droppt und Harry Potter die Kammer des Schreckens entdeckt. Es ist auch das Jahr, in dem der Unternehmer Russell Simmons sein Modelabel Fat Farm um einen Teil erweitert. Baby Fat. Die Marke ist der weibliche Gegenpart zu seinem Streetwear-Label. Doch bei seiner Frau Kimora Lee stößt die Baby Fat-Mode nicht auf große Begeisterung. Denn mehr als die Fat Farm T-Shirts in Frauengrößen gibt es für die Frauen nicht. Eine verpasste Chance, denn gerade Ende der 90er pushen Rapperinnen wie Lil' Kim oder Foxy Brown die Grenzen des von Männern dominierten Hip-Hop und seiner Mode. Statt Baggy Jeans tragen sie Bikinis und betonen ihre Weiblichkeit und Sexualität. Diesen sexy Vibe bringt Kimora Lee zu Baby Fat. Sie wird die Head-Designerin des Labels. Das Credo der Marke? Von Frauen für Frauen. Und das vor allem für Women of Color. Denn laut Kimora Lee werden Women of Color in der Modewelt nicht präsentiert. Und so bekommt der Tracksuit ein luxuriöses Umstyling. Die Anzüge erstrahlen in rosa, mit Strasssteinen besetzt und in Velour. Velour ist das französische Wort für Samt. Im Englischen ist mit Velour nicht Samt gemeint, dafür aber ein anderer weicher Stoff, der günstiger ist. Aber nicht überall hat dieser Velour-Tracksuit Fans. Wir werden noch erfahren, wie Frauen im Tracksuit auf jede Menge Hater stoßen. Baby Fat kann von 2001 bis 2002 seinen Umsatz von 30 Millionen Dollar auf 265 Millionen Dollar steigern. Stars aus der Black Community tragen Baby Fat und sitzen im Publikum der Baby Fat Fashion Shows. Die Erfolgsgeschichte hält aber nicht bis heute an. 2004 verkauft Russell Simmons sein Unternehmen inklusive Baby Fat an die Kelwood Company. Aber Kimora Lee bleibt dem Label als Creative Director erhalten. Im Laufe der Jahre kann Baby Fat nicht seine Mode an neue Trends und wechselnde Stile anpassen. 2009 lassen sich Kimora und Russell scheiden. Ein Jahr später endet auch die Zusammenarbeit von Kimora Lee und Baby Fat. 9 Jahre später feiert Baby Fat sein Comeback. Die Designerin kauft die Anteile der Marke zurück und bringt den Tracksuit wieder auf Spur. Und das mal wieder mit der Konkurrenz im Nacken. Denn die schläft weder in den Nullerjahren noch jetzt. Auftritt Juicy Couture. 2001, also 2 Jahre nach Baby Fat, bringt auch die Firma Juicy Couture einen pinken Velour-Tracksuit auf den Markt. Juicy Couture ist eine Lifestyle-Marke aus L.A. Die Geschichte von Juicy Couture beginnt mit diesen 2 Frauen. Die beiden lernen sich 1988 bei der Arbeit in einer Boutique kennen. Nash Taylor ist zu diesem Zeitpunkt schwanger, kann aber keine stylische Kleidung finden. Selbst ist sie Frau und so schneidet sie sich aus den Jeans ihres Mannes neue Hosen. Die Idee für eine Kollektion ist geboren. Bequeme Mode für Schwangere trifft auf Fashion. Das Oberteil des Tracksuits wird mit Vordertaschen ausgestattet, die den Bauch kaschieren. Außerdem wird er so geschnitten, dass er die Taille betont. Da die Gründerinnen kein Geld für traditionelles Marketing haben, werden sie kreativ. Sie verschenken die Tracksuits an Prominente. Das kennen wir heute als Influencer-Marketing, aber damals gehören die beiden zu den ersten, die so Werbung machen. Und die Stars feiern den Tracksuit. J.Lo performt in ihrem Musikvideo I'm Real lieber im Juicy Tracksuit als im Designerfummel. Und das It-Girl der Nullerjahre, Paris Hilton, lebt quasi in Juicy Couture. I have an entire closet that's only Juicy Couture. Juicy Couture wird zum Statussymbol, auch wenn nicht jeder zu 100% überzeugt ist. Denn laut Nash Taylor hält die Modewelt sie für Modekiller. Genauso wie Baby Fat kann auch Juicy Couture den Erfolg über die Jahre nicht halten. 2009 schrumpft der Umsatz um 11% und ein Jahr später verlassen die Gründerinnen das Unternehmen. 2017 erweckt Kylie Jenner die Marke wieder zum Leben, als sie sich im Juicy Tracksuit auf Instagram zeigt.
Aber auch Paris Hilton ist 2022 mit einer eigenen Juicy-inspirierten Tracksuit-Kollektion am Start. Hi, I'm Paris Hilton and I'm here to tell you why the early 2000s were the hottest years in fashion history. In Deutschland springt die YouTuberin und Modedesignerin Kyla Shikes auf den Hype-Train auf und bringt eigene Velour-Tracksuits heraus. Tracksuits. Tracksuits are so cute and comfortable, but always wear ones that are colorful, or else you'll look like you're actually going to the gym. Ew. Und ew ist ein gutes Stichwort, denn der Trainingsanzug wird nicht überall so gefeiert wie in Amerika. In UK werden mit dem Jogginganzug viele Klischees verbunden. Cause you're not a chav, what do you mean? Cause you're not a wearing fucking chaps. That's fucking shaky, bitch. I was being nice to you. Dieses TikTok-Video parodiert eine Chevette. Was es bedeutet, eine Chevette zu sein, scheinen die Menschen im Internet sehr gut zu wissen. Sie deuten unter anderem an, dass Chevettes geschmacklose Velour-Tracksuits tragen, gemein sind, nach billigem Parfüm riechen und extrem früh Kinder bekommen. Chav ist eine Beleidigung. Junge Menschen aus benachteiligten Familien und ohne gute Schulbildung werden als Chavs bezeichnet. Die Comedy-Show Little Britain prägt das Bild der Chevette in den 2000ern. Die Figur Vicky Pollard ist eine jugendliche Straftäterin, die ihr Baby auch mal gegen eine Westlife-CD eintauscht. Auch in Deutschland wird der pinke Tracksuit zum Kostüm einer arbeitslosen und gescheiterten Figur. Dass nicht nur Menschen im rosa Velour-Tracksuit diskriminiert werden, zeigt die Geschichte eines anderen Traininganzugs. Denn mit dem Vorurteil Gewalt und Kriminalität kämpfen nicht nur Chavs, sondern auch schwarze Jugendliche der Grime-Szene. Sie nutzen ihren Tracksuit als Zeichen der Rebellion und machen ihrem Ärger mit Grime-Musik Luft. Die Reise führt uns zurück in die 90er. Während wir zurückreisen, könntest du den Kanal abonnieren. Grime, das ist, laut Oxford Dictionary, Dreck, der eine Schicht auf einer Oberfläche bildet. Im Grime geht es um Themen, mit denen Jugendliche strugglen. Armut, Ungerechtigkeit und Rassismus. Aus diesem Grund hat Grime den Ruf, ziemlich politisch zu sein. Auch Frauen gehören zur Grime-Szene, bekommen aber vor allem am Anfang nicht so viel Aufmerksamkeit wie die männlichen Künstler. Künstlerinnen wie Lady Leisha ändern das. Die Zugehörigkeit zum Grime wird zum Beispiel mit dem Tragen des Tracksuits gezeigt. Der Grime-Künstler Skepta macht klar, dass der Tracksuit immer am Start ist. Er führt für sein Team den Namen Tracksuit Mafia ein. Wenn du noch mehr über das Thema Rap und Mode wissen willst, schau dir doch unser Video über Gucci an. Die britische Jugend wählt den schwarzen Trainingsanzug, um sich in Städten voller Überwachungskameras unauffällig bewegen zu können. Sie entziehen sich dem Auge des Gesetzes. Auf der anderen Seite begehen Jugendliche Verbrechen in Hoodies, was dazu führt, dass die Gesellschaft und die Regierung umso genauer hinschauen. Der schwarze Trekkie, wie er in UK auch genannt wird, nicht zu verwechseln mit Trekkie, wird schon bald mit Gewalt und Verbrechen in Verbindung gebracht. Und auch auf der Leinwand etabliert sich das Bild von Verbrechern in Sportanzügen. Egal ob in der Serie Sopranos, im Film Goodfellas oder in der Serie Vier Blocks, die Gangster tragen Trainingsanzüge. Warum? Eine Erklärung dafür könnte ein Real-Life-Gangster aus Queens sein. John Gotti Jr., Mitglied einer der mächtigsten Mafia-Organisationen New Yorks und Tracksuit-Träger. Der Name Gotti allein reicht aus, um Beklemmungsgefühle auszulösen. Sein Vater wird wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und auch Junior Gotti landet 99 wegen Korruption im Knast. Der Tracksuit hat viel erlebt. Vom ersten Sportanzug überhaupt, der by the way 1939 von Le Coq Sportif entworfen wurde, über Paris Hilton, Cindy aus Marzahn bis hin zu Mafia-Bossen. Aber wie kam es denn jetzt zum Comeback des Tracksuits? 2020, Pandemie, Lockdown, der Social-Media-Konsum steigt. Wir scrollen durch die Feeds und sehen vermehrt Stars, die Fotos und Videos im lässigen Freizeitlook teilen. I have not gotten out of these sweatpants for about 5 days and I have no plans on doing it anytime soon. Lass mal ein Like da, wenn es dir während der Lockdowns auch so ging. Aber nicht nur die Stars tragen zu Hause Sportkleidung. Während der Corona-Krise zählen Streaming und Sport zu Hause treiben zu den Top 3 Freizeitaktivitäten. Was Streaming mit Tracksuits zu tun hat, erfahrt ihr gleich. Jedenfalls ist alles, was man zwischen Sofa und Yogamatte tragen kann, ein großes Ding. Der Name für diese Kleidung? Athleisure.
Eine Kombination aus Athletic und Leisure, was Freizeit bedeutet. Laut der Fashion-Shopping-App List steigt die Nachfrage nach bequemer Kleidung und Sportkleidung bei Nike 2020 um 106%. Den Nike-Look findet man 2021 sogar bei den Grammys. Dabei ist Nordamerika die größte Nummer auf dem Tracksuit-Markt und neben Nike gehören auch Adidas und H&M zu den Playern im Tracksuit-Game. Die Sportmarke Adidas bringt 2022 sogar eine Kollektion mit der Luxusmarke Gucci heraus. Der Hype um Tracksuits geht noch steiler, als die Serie Squid Game auf Netflix erscheint. Wenige Tage nach Veröffentlichung der Serie steigen die Suchanfragen nach retro-inspirierten Trainingsanzügen. Auch auf TikTok tragen Leute den grünen Tracksuit. H&M bringt eine Stranger Things-Kollektion heraus, mit ebenfalls grünen Jogginganzügen. Mit dem Y2K-Trend kommt auch der pinke Velour-Trackie der Nullerjahre zurück. Wie stehst du zum Tracksuit? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn du noch mehr über Trends erfahren willst, dann ist hier ein Video über den G-String. Und wenn du noch mehr über jugendliche StraftäterInnen erfahren möchtest, findest du hier ein Video bei Follow Me Reports.